Oh. Gibt's eigentlich neue Sachen? So, Vater und Mutter sind schon mal down. Die Zoe ist noch da und noch so ein Shit-Kind-Blag. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen Heilung vertragen. Ich kann mir mit Kraut und dem Roten natürlich so ein super Medikit machen, aber irgendwie will ich das nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe da das Gefühl, als wäre eine Verschwendung. So. Okay. Zum Altar, zum Altar, zum Altar. Der war hier. Zum Glück habe ich Kuchen. Meine Freundin kann mich nicht immer nur erschrecken. Dann ist sie auch wieder lieb zu mir nachher. So. Hier war der Altar. Glück gehabt. Boah. Hardcore. Nein! Du bist hier eine Leiter, ey. Man verballert echt immer so eine ganze Muni bei jedem Gegner, ne? Also wirklich die ganze Muni. Hm. Hier. Ich gehe mit meiner Laterne. Wer hat hier Klavier gespielt? Ja, ich lasse es mir schmecken. Eiskaffee grinst, danke für den Follow, den Frauen, danke Follow und Heroeser. Oma Paradies, ey. Heroeser, vielen, vielen Dank für deinen Sub, mein Freund. Willkommen im Oma Paradies. Ich danke dir sehr, du Eumel. Vielen, vielen Dank, ey. So. Ein Stofftier von einem kargten Krokodil. So, was? Oh nein, Taschenlampe, hör nicht. Jetzt bitte nicht leer gehen. Ich müsste nochmal zurück eigentlich, ne? Für den Brennstoff. Ah! Ah! Was hast du den Ball geworfen? Schwarzer Mann. My family, my family, my family, Evelyn. Warum hat sie so viele Kinder? Das beunruhigt mich. Ich hoffe, die ganzen komischen Wurzelleute gehörten da nicht noch zu. Okay. I'm sorry, Daddy, steht da überall. Ein Schiffbruch. Von dem Schiff haben wir schon gehört. Dass da irgendwo ein Schiff plötzlich... Es stand schon mal in irgendeiner Notiz. Das Schiff ist wahrscheinlich schuld hier an der Infektion. Ich wette, ein Umbrella Corporation Schiff. Da wette ich meinen Arsch drauf. War, hört ihr das Geräusch? Boah, es ist dunkel. Creator's Rights. Fighting Street. 2020. Heartless Betrayal. Beautiful Home. Sudden Mystery. Murder in Cleveland. Mounted Animals. Unnerving Combat. Home. Living Well. Was für komische Bücher. They killed him. Wir haben zweimal Creator's Rights in ihrem Buchregal. Warum hat man ein Buch... Oh, warum hat man ein Buch zweimal? Weak, weak. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Boah, meine... Nein!
stay away. Ich wollte gerade sagen, meine Taschenlampe flackert. Stay away. Wir gehen erstmal durch die andere Tür. Was ist das? Der kontaminierte Raum. Ey, das ist nicht der erste Raum, der so aussieht. Oder sehe ich das falsch? Warte mal, ich meine, ich hätte hier irgendwo einen Raum noch übersehen. Oder beziehungsweise nicht übersehen, aber irgendwo bin ich doch nicht lang gegangen. Oder sah das jetzt nur so... Nee, doch nicht, ne? Ja, dann sah das nur so aus. Ich dachte, hier wäre irgendwo... Ich werde... Ja, okay. Da müssen wir ja da lang. Boah, hoffentlich kommt jetzt nicht wieder ein Bosskampf, weil ich habe gar keine Muni. Man kann ja mal in Resident Evil einen Bosskampf mit dem Messer versuchen, ey. Wie oft man dann rippt. Wie oft man dann gerippt wird. Liza Trevor. Das erinnert mich an Liza Trevor. Ohne Scheiß. Das Mädchen von Resident Evil Zero. Beziehungsweise 1, meine ich. Puppenhaus. Am Ende eines Raumes mit Puppenhaus. Das ist doch von mir aus... Ich finde, dass das dieser ist. Da ist das Puppenhaus. Da, da meint ihr, hier genau, hier. Da muss ich wohl hin, oder? Mein Didi. Ich esse erstmal auf, sonst bleibt mir Krümel im Hals stecken. Okay. Ach so, hier gibt's den D-Serie-Arm. Was steht da drauf? D-002. Ach, D-001 habe ich doch schon mal auch. Oh Gott, I guess this is it. Vor allem ist einfach halt so ein Arm irgendwo, ne? Danke für den D-Serie-Arm. Fuck my life! Soll ich schießen? Hey, warte, das Mädchen sieht relativ normal aus, aber... Gut, meine Freundin sah auch manchmal normal aus. Oh nein, jetzt wird das Silent Hill hier. Ist auf einmal alles angemalt. Musik ändert sich. Niemals Türen ganz öffnen. Niemals Türen ganz öffnen. Voll gechillt, ne, Firi? Voll gechillt. Oh nein! Aber das ist wieder einer, der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Ich hab gleich keine Muni mehr, ne? Da muss ich nur noch rennen. Oh, die Musik hat aufgehört. Halleluja. War so klar. Fuck. Mann, ich hasse die Viecher mit so viel Leben. Ich stehe in der Ecke und bin fest. Ja, da habe ich dich getroffen. Ich habe keine Muni mehr. Oh. Oh. Mit dem verkackten Messer. Jetzt reicht's aber auch. Jetzt können die Dinger auch wegbleiben. Danke. Was soll eigentlich diese komische Voodoo-Puppe? Manche Sachen kann man sich nur so angucken, ne? Die kann man nicht direkt. Ach. Olle, komm mal her und hilf mir, ey. Did you find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together.
Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Boah, Alter, wir wissen nicht, wer die ist, Mann. 100 Pro ist das irgendeine komische Hexe. Boah, ich hab nur noch den Flammenwerfer, ne? Scheiße, scheiße. Der Flammenwerfer ist halt gar nicht so stark, weil die Gegner brennen dann so langsam weg. Der killt halt einfach zu langsam, wenn man nicht die ganze Zeit drauf hält. Ich wette, jetzt passiert was, wenn ich hier rausgehe. Scheiße, 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 scheiße. Eben schnell mal eine 360-Drehung. Das machen Pro-Gamer so. Das Jenseits gibt die Wahrheit preis. War eine komische Errungenschaft. Ich komme. Ich komme, Babe. Ich komme, Babe. Ich dachte, du wartest hier. Ada Wong. Ich glaube nicht, dass Ada Wong ist dort. Ich glaube, das sind andere Menschen. We only need so. The head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy. Oh, scheiße. I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? That's family business, Ethan, and not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I put together. Just for you. What activity? So ein Spasti. Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner. Is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, welcome back, don't Easy. You? Now, look in the fridge. Look in the fridge. Müssen wir noch einmal kurz den BH angucken. So, es gibt mir Kraft. Haben wir irgendwas, was ich mal nutzen könnte? Irgendwie nicht. Fuck my life, ey. Was ist, wenn wir einfach nicht in den Fridge gucken? Was ist das denn? Boah. Guck dir das mal an, Mann. Der kriegt oben so ein Maul. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Warum an so einem Kopf dran? Warum nicht einfach so eine Nachricht? Oh wow, hier ist Muni. Ich habe nur leider keine Pistole, also keine Waffe für diese Munition hier. Warte mal. Fehlt mir nicht auch generell? Ach, scheiße. Naja, gut. Oh Mann, ey, wir haben überhaupt keine Muni mehr. Das ist so dreckig. Das ist wirklich hart dreckig. Jetzt muss ich in den Zerlegungsraum. Wo war der nochmal? Komm, und hier waren wir noch gar nicht so. Krematorium und sowas. Aber Krematorium, da ist hoffentlich alles verbrannt. Ja, das war das Schatzklo. Ich dachte, das wäre in dem anderen Raum, aber das war das. Weil wir haben da ja die Muni gefunden. Wahrscheinlich findet man das echt nicht, wenn man nicht das, wenn man nicht das Dingens findet. Hier ist der Zerlegungsraum. Also wir müssen hier lang runter und dann... Ja. Boah, ich hätte irgendwie noch richtig gerne Muni. Muni, Muni, Muni. Ja, stimmt. Wir haben 45er in der Kiste. Hier ist ja eine Kiste. Die Sache ist halt, wogegen tauschen wir die aus, ne?
Granatenwerfer. Ach, die kann ich... Nee, da, ach so, warte, das ist 44er, ne? Ja, nee, das geht mit der gar nicht. Aber ich nehme die Waffe natürlich trotzdem mal mit, vielleicht finde ich dafür ja Muni nachher noch. Aber wisst ihr was? Ich speichere einfach hier nochmal. Warum nicht? Ich speichere so oft ich kann einfach. Moin, Mixkiller. Sniper, danke für dein Follow übrigens, ne? Danke dir. Let's see what we got. Okay, warte, wir müssen hier durch. Boah, ich hoffe, hier kommen nicht wieder die ganzen Viecher auf einmal. Oh, fuck. Ich bin halt auch so gut wie tot. Ich brauche unbedingt wieder Heilung. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warum bist du denn hier, Oma? Alter, du bist so creepy, Oma. Was willst du eigentlich immer hier? Gehört die Oma jetzt so wirklich dazu oder ist sie nett? Ich wette, die Oma ist so eine nette. Oh, warte. Ah ja, doch, wir müssen hier durch. Hier durch die Tür. Ah ne, da geht's gar nicht zum Zerlegungsraum. Ach, fuck. Nein! Nein, 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 nein! Ich bin noch tot! Ja, und wie jetzt? Keine Leben mehr? Oh mein Gott, wie mache ich das denn? Ich bin tot. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Munition mehr, ich habe keine Leben mehr. Vielleicht beschützt mich ja die Oma. Ey, wie soll ich das machen? Wie soll ich das jetzt schaffen? Nee, hier komme ich mal vorhin. Oma. Guter Zeitpunkt, wo wir die Oma angucken. Apropos, mein Freund. Vielen, vielen Dank für dein Sub. Willkommen im Oma-Paradies. Vielen, vielen Dank. Räume. Jules, danke für dein Follow. Boah. Ich bin mit dem nächsten Hit tot, ne? Ich bin schon... Ja, ich bin mit dem nächsten Hit tot. Ich bin schon in Gefahr. Opfer die Oma. Kann ich leider nicht. Der ist nicht mehr da. Aber hier ist nur die Leichenhalle. Hier komme ich auch sonst nicht mehr raus, ne? Oh! Okay, aber... Ich habe trotzdem keine Muni. Was mache ich? Was mache ich nur? Die Totenstarre muss eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Der wird jetzt gleich eh irgend so ein Vieh. Oder? Warum machst du das? Ist das da drin? Weißt du, dass das da drin ist? Ich kann mich nicht erinnern. Die Oma ist am Ende Wesker. Ja, Oma Wesker. Schlangenschlüssel. Proof you're a real man. Stick your hand down this pig's throat. Ah, deswegen ist er das. Fuck. Ich hab nichts, was ich kombinieren kann. Irgendwie für Muni oder so. Wäre cool, wenn der irgendwie noch... Wenn das Radio von dem Walkie-Talkie funktioniert hätte. Oh. Scheiße. Ich kann nur noch wegrennen jetzt mit den Gegnern. Fuck. Fuck! Ich kann nicht mal vorbeirennen. Wow, ich kann da noch nicht mal vorbeirennen. Oh no.
Aber Rennen ist, glaube ich, das Beste. Hier ist eine Sackgasse. 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 Okay, bin ich tot. Ich weiß gar nicht, warum ich das so überhaupt geschafft habe. Hier kann man durch! Schnell! Nutzt den Schlangenschlüssel! Da hätte man einfach auch den Schlangenschlüssel, aber der Typ stand halt vor mir. Wie mache ich das? Verbesserte Pistolenmunition. Ja, ich brauche erstmal normale Munition. Halt die Fresse. Oh nein, jetzt muss ich... Fuck, man. Ey, wirklich, fuck, man. Schnell rennen. Oh, ich hab's geschafft. Du musst einfach nur durchrennen, doof. Boah, was ist denn, wenn ich jetzt nie mehr wieder Muni finde? Ich wette, das Spiel kann man auch schaffen, indem man keinen einzigen Schuss... Obwohl, nee, bei Endgegnern geht das halt nicht. Sei es von Endgegnern ausgenommen. Außer man will die mit dem Messer... Ich weiß nur nicht mal, ob ich gerade richtig laufe, aber doch. Oma? Oma, bist du noch hier? Ich laufe doch gerade wieder zurück. Scheiße, ey. Ich hasse mein Leben. Wann kann ich eigentlich mal in die Werkstatt gehen? Aber da kann ich nichts drin machen. Oh mein Gott, wenn hier Gegner kommen. Das sind so enge Gänge. So enge Gänge. Speicherraum, Speicherraum. Wo ist das Ausdauersystem, wenn man das braucht? Sei ruhig, ich bin richtig froh, es ist hier kein verdammtes Ausdauersystem. Holy shit. Lass mich speichern. Ich brauche Muni. Bitte, bitte. Bitte. Flammgranaten. Hatte ich wenigstens Muni, ne? Brauche ich noch den Krähenschlüssel? Wartet mal ganz kurz. Krähen, Krähe, Krähe, Krähe. Ich glaube, ich brauche den Krähenschlüssel auch nicht mehr. Weg damit. Ich kann fuck my life und ich hasse mein Leben sagen. Ich kann alles. So. Hey, wow, wir haben eine Waffe mit zwei Schuss so. Was uns nicht mal was gegen normale Gegner bringt, weil die ist einfach für normale Gegner zu OP. Alexinio, danke für dein Follow. Die ist einfach zu... Fuck. Hoffentlich finden wir noch normale Muni. Also wir müssen ja eigentlich dem Dingens danken. Was müssen wir eigentlich machen? Serum herstellen. Das Material für Serum von Lukas erhalten. Die zwei Zugangskarten finden. Fuck. Fuck, 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 fuck. Okay. Den Schlangenschlüssel brauchten wir auf jeden Fall für viele Türen hier. Ich muss mal einmal schauen, wo die waren.
Ich finde es lustig, dass in Spielen immer noch darum gebeten wird. Oh nein! Das System nicht auszuschalten, ja. Fuck! Ich laufe einfach weg, oder? Oh, da sind auch noch zwei. Bei mir hier ist ein Schlangenschlüssel-Dingen. Schnell! Schnell! Flintenpatron! Ah, die Tür ist zu. Oma! Wie machst du das mit deinem Rollstuhl? Das war bestimmt dein Mann. April 1980. Jack Jones, The Marines. All hail Caesar. Mein Gott, Oma, wie, was ist mit dir, Oma? Wie kommst du hier hin und so? Und warum fucken dich die schwarzen Dinger nicht ab? Rede mit mir, Oma. Das fuckt mich in so Games am meisten ab. Charaktere, die normal sind und einfach nichts dazu sagen. Ich meine, okay, vielleicht kann die nicht reden, aber sowas nervt mich halt trotzdem. Das fuckt mich super ab. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Scheiße. Wie spät ist es auf den anderen Uhren? Hey, ich kann mehr Objekte tragen. Nice. Schatzfoto. Bei irgendeinem Typen. Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Main House. Da wurde es. Achso, das ist der Granatenwerfer. Den habe ich schon. Den habe ich schon, my dear. Und Schränke, wo nichts drin sind, fuck mich auch ab. Und dass die immer dieselben Bücher überall haben. Nervt mich auch. Man kann doch nicht immer nur dasselbe lesen, oder? Also so oft. Reicht ein Buch. Scheiße, wie spät ist es auf den anderen Türen? Jetzt muss ich erstmal die Dinger töten hier. Die Viecher. Theoretisch. Was ist das denn? Achso, das. Theoretisch müssen wir die auch gar nicht töten, weil die sind nicht so schnell. Aber warte mal, hier ist eine Uhr. Muss das auch die Minute genau sein? Und bewegt sich die Uhr weiter? A und D Zeiger bewegen. Ja, und wie bewege ich den anderen Zeiger? Ach so. Muss ich das jetzt durchdrehen? War das 10 vor 3? Nee, warte mal. Stundenzeiger war auf der 10, ne? Was war das? Ey, wer baut das? Wer kann sowas bauen? Wenn ich jetzt die Uhr in die Hand nehmen würde, würde die nirgendwo dran befestigt sein. Und wie bewegt sich das Bett ohne Rollen? Und wie einfach? Warum kann ich das Bett nicht einfach verschieben? Okay, ich wusste nämlich nicht, dass da was drunter ist, aber wie geht das? Den Dietrich, ja, den kann ich in irgendwelche Kisten stecken, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock nochmal zurückzugehen, irgendwie für eine Kiste. Vielleicht, wenn ich da irgendwann nochmal drüber laufe, so drüber stolper. Ich habe PC. Ja, ich zocke am PC. Funk und Schaltcode. Da! Oh Gott! Ihr müsst das jetzt nicht wieder versuchen zu erklären. Zugangskarte rot. Immerhin. Machen wir die schon mal. Verbesserte Pistolenmuni. Nice. Nehme ich die erstmal mit. Leise und sneaky. Ich mach das jetzt nicht in leise und sneaky. Das ändert ja, glaube ich, nichts, ob du leise und sneaky bist. Außer die Typen suchen nach dir so. Entriegelt. Ach, das ist jetzt hier. Von der Werkstatt. Okay, ich gehe natürlich den Gang zurück, Mann. Boah, als ob ich da jetzt nochmal weiter durchgehe. Lass mich in Ruhe, ey. Hier oben ist es hell und da ist die Oma. Da fühle ich mich irgendwie sicherer. Ich mache nicht jeder lang, wo die Oma ist und wo es hell ist. Moin, Sonatika. Oh, okay. Ja, ey, Oma, du Bitch. Ich dachte, wir wären Freunde. Wieso machst du das wieder zu? Diese kleine Bitch. Die wird auch noch leiden, wenn ich die dann nächste Mal sehe. Jetzt muss ich nämlich wieder durch die komischen schwarzen Groots. Warte. Hä?
ist das? Was? War das vom Rank? Hä? Was war das? Das nennt sich Funkwenger. Das gibt es schon seit ein wenig länger. Ach, sei ruhig. Sei ruhig. Nein, hier gehe ich nicht lang. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein! Ich hab nein gesagt. Ich sagte doch nein. Warum hört ihr nicht auf mich? Ah! Wie viele Viecher sind hier? Jetzt seid aber mal bitte ein für alle mal tot. Wie viele Viecher gibt es von den Dingern? Ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. Hauptmann Karl Nebels selbst. Danke für das Follow. Oh, er selbst. Okay, kann ich irgendwas wegtun? Schatzfoto zum Beispiel. Werfe ich weg. Kein Bock da drauf. So. Okay, wir müssen mal kurz gucken, wofür könnte ich den den Schlangen. Hier waren noch mehr Schlösser für ein Schlangenschloss. Ich bin mir so sicher, dass es mehr davon gab. Weg ist die Muni. Ja, leider. Aber ich muss die Viecher halt ja auch besiegen, ne? Also. Ich meine, vielleicht hätte ich da einfach wegrennen können. Aber vielleicht verfolgen die mich ja dann die ganze Zeit. Was ist das? Ach, fuck you! Hört auf! Ich will euch hier nicht. Seit wann blitzt das hier so hart? Welcome to Paradise. Dann brauchen wir noch die blaue. Ey, ich stehe mal wieder davor, keine Muni zu haben. Das ist unfassbar. Gewächshaus, hier war ich schon, bliblablub, hier war ich. Moin Spirits. Der Frust. Ja, ich bin hart frustriert, ich will meine Waffen, ich will meine Munition behalten. Hier ist auf jeden Fall noch was, was ich aufschließen kann. Ja, ich sagte, dass ich mich sicher im Haus fühle. Ich dachte auch, ich fühle mich sicher im Haus. Ah, Mann, ey. Wisst ihr, was ich eben kurz mache? Ich speichere auch nochmal. Ich speichere jetzt einfach sofort nach dem Gegner, den ich getötet habe. Einfach nur, damit ich nicht wieder da durch muss und den töten muss. Komm, wir müssen dann mal nochmal kurz an den BH gehen. So. Schade, dass hier nicht plötzlich doch mal irgendwo einfach Munition liegt. Ich brauche halt noch sehr viele Münzen, damit ich überhaupt die Magnum kriege. War hier hinten vielleicht noch was? Oh, ich hoffe, ich finde irgendwann noch mal Muni. Also die komischen Viecher, die hier in diesem Raum sind, die ignoriere ich. Ich laufe einfach an denen vorbei. Ich muss mir aber schon mal angucken, nur welche Route ich nehme. Ich weiß halt immer noch nicht, wo ich wirklich hin muss jetzt. Wir gehen einfach mal hoch. Durch irgendeinen Raum. Ah, die spawnen gar nicht immer. Ah doch, scheiße. Kommt.
Ah, du bist ein ganz Schlauer, ne? Der ist ein ganz Schlauer, der Zweite. Der BH muss bei der Theke eingeführt werden. So, jetzt. Mann gegen komische Wurzelmenschen. Der Mensch ist schlauer. Fuck you guys. I hope you die forever. Was ist denn hier passiert? Hier sind eh Gegner drin und ich habe dann keine Muni. Oh, der Raum sieht nett aus. Tür zu. Es ist kaputt. Ich bin ein bisschen froh darüber, dass das kaputt ist. April. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai, es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Hast du dein Kind hier oben vergammeln lassen? Die Unterhaltung, die heute bietet, ist außerordentlich ausgezeichnet. Vielen Dank. Ja, ich mache das gerne für euch. Oh, was ist denn hier? Ein roter Knopf. Okay, erklär mir das einer. Dietrich. Pillen. Die werfe ich gleich eh wieder weg. Ich habe noch nie Pillen benutzt. Okay, nicht alles bietet was. Oh ja, Brennstoff. Oh ja. Okay, wartet mal. Dann packen wir das Messer weg. Scheiß auf das Messer. Hier sind ganz schön viele Sachen zu untersuchen. Dritter Platz, zweiter Junioren-Erfinder-Wettbewerb. Ich hoffe, das kleine Kind war nicht so ein Genie und hat hier dieses komische Malaria-Zeug erfunden. Amateur-Robotermeisterschaft 98. Schon wieder zweiter Platz im Juniorenwettbewerb. Ich schwöre, der Junge ist zwar ein Genie hier. April, bin mit Mami zum Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. Ah, das klingt nach Röntgen oder CT wahrscheinlich eher. Funk. Funk. Beste Waffe, die Magnum, da fliegen die Monster weit weg. Ja, wir müssen uns die besorgen. Ich brauche nur diese scheiß Dinger dafür. Es war eine Kiste und Dietrich braucht es nur eine. Und der Dietrich hat ewig weit weggelegen. Diese Kiste ist wichtig. Okay. Ja, wir können mal zurückgehen, Deadman. Ich wollte ja eigentlich sogar die Kiste da oben holen. Salat ist fertig. Was habe ich verpasst? April. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Ich habe Oliver angelogen. Ich habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. Der hat Oliver auf dem Dachboden vergammeln lassen. Oh, shit. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Meiner Trophäen vom Finderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie nie finden. Aber ich meine, ich habe das hier mit der Lampe gemacht. Ach so, Lampentrophäe. Okay, weißt du was? Wir gehen nochmal dann zurück. Weißt du, wo man den Schlangenschlüssel findet? Wir haben den schon. Ich weiß nicht mehr wo. Guck mal, wir gehen hier durch. Dadurch, da ist die Kiste. Die öffnen wir nochmal. Ich weiß es leider auch nicht mehr auswendig, mein Freund. So, hier hinten. Die Oma hat bei Tooltime gearbeitet. Ah, hier ist nur Flintenmunition drin. Okay, dann war das wahrscheinlich nicht die super wichtige. Also sonst haben wir aber, glaube ich, fast alle, ne? Oliver Jeremy Pascal RIP. RIP, Oliver, Mann. RIP, Oliver. Boah, ich würde jetzt eigentlich richtig gerne speichern. Komm vorbei, wir schrecken dann Vengo danach zusammen. Ich verprügel euch. Happy Birthday! Ja, das können wir uns angucken im... Oh, 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 oh. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker, Auftragsnummer Trevor und Chamberlain. Das Geile ist Trevor, ne? Den Namen kennt man aus Resident Evil. Das ist aber nur so eine Art Easter Egg. Renovierungszeitraum 10. November 92 bis 30. November 92. Umfanginstallation von Schatten aktivierter Tür in der Eingangshalle. Spielzeugaxt.
Flintenattrappe. So. Einfach mal ein paar Items nutzen. Wo ist denn eigentlich der vergammelte Oliver? Er spielt noch Ball, der vergammelte Oliver. Okay, das hier sieht doch fast aus wie eine Axt. Aha. Warte. Komm, hier sind doch zu zwei Hände, oder? Ja, so. Ha. Ha! Warte. Die Frage ist, ab wann das halt dem Spiel reicht, ne? Ah ja, reicht. Wunderbar. Judgment. Heißt das. Ah, die Chipkarte. Wunderbärski. Wunderbärski! Aber dafür brauche ich Platz. Oh no. Oh no, no, no. Ja, hier, weg. Was soll ich mit Pillen, Mann? Ich hasse Pillen. Ich brauche die nicht. Was mache ich hiermit? Nur ein Kinderspielzeug kann also nicht als Waffe verwendet werden. Vielleicht kann ich das irgendwo rein... Ein Holzmodell einer Flinte kann ich als... Vielleicht kann ich die irgendwo für benutzen, ne? Also, ja, aber wofür? Das ist die Frage. Okay, wir haben den vergammelten Oliver nicht gefunden. Warte mal. Dafür muss ich jetzt mal eine starke Munition für... Egal. Wir machen die Dinger kaputt. Ich glaube, wir haben davon schon einige übersehen und man würde irgendwas Cooles kriegen, wenn man alle kaputt macht. Schattenaktivierte Tür, ja. Davon haben wir schon einige heute geöffnet. Ich glaube schon vier. Also drei Türen, aber viermal insgesamt. Okay, und jetzt, wenn ich hier... Boah, ich habe nur deinen Arm gesehen und mich erschrocken. Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß, dass du nichts gemacht hast. MacGyver's Oma. Danke für eure Autos. So, jetzt wieder zurück. Zurück, 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 zurück. Raus! Raus! Ich lass Oliver vergammeln. Ich kann ihn eh nicht retten. Hier ist viel zu viel. Okay, du willst wieder mit mir reden, hä? Hey, buddy! Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! Please. You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Ah, wie Zeit für eine coole Party, Mann. Wenn ich da vorbeikomme, dann fängt die Party erstmal an, ey. I'm coming up, so you better get this party started. Oh. Ha! Ich hab mich jetzt verschluckt. Du Arschvieh. I'm coming up, so you better get this party started. Get this party started, bitch, on Saturday night. Drecksviecher. Okay, speichern. Mobsorn, hey. Moin, moin. So, warte, wir schauen uns jetzt mal das Geburtstagsvideo an. Hier ist wenigstens mein Safe Haven, da habe ich keine Angst. Happy Birthday, Experiment. Can't trespassing idiots solve puzzles. You, my friend. You are one lucky summer bitch. You know, I actually... Die armen Leute, die von denen gefangen geworden genommen werden, ne? You don't believe me? This joy? Die Kinder hat man jetzt nicht gesehen. It has taken me weeks to finish this. And it is finally ready. And it's all for you. Die armen Leute. Fuck my life. Oh, oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Das war die Muni, die du gerade in Kiste gefunden hast. Richtig, Deadman. Fuck, jetzt muss ich die Leute mal spielen, Alter. Ey. Creepy. Okay. Dann schauen wir mal, was hier so ist.
Wir müssen ein tolles Rätsel lösen. Ich liebe die Resident Evil Rätsel, ja, ehrlich gesagt, ne? Hey! Er macht die Ballons kaputt mit. Aber nee, dann platzen die und dann ist deine Kerze aus. Mach nicht. Wenn da Gas durchkommt, sollte ich meine Kerze nicht mehr so lange benutzen. Holy shit. Das ist ein Seil. Brenn das mit der Kerze durch. Na gut, dann nicht. Ah, fuck. Happy fucking birthday, got a light. I'm calling the game. I'd really like to make it out of this room alive and not die a horrible, painful death. I know. It's a temp title. Take a candle, light it, and put it on the cake. And remember to smile. This party is for you. Ich muss das Wasser irgendwie ausstellen können. Was gibt's denn hier? Warte, lass mich nur gucken. Sensenmann, Apfel, Fötus, Blumen, Spritze, all so ein Scheiß. Okay, lass uns mal schauen, was wir wohl. Also hier ist irgend so ein Indianer. Wenn hier Gas durchkommt, ne, dann will ich wirklich sehr ungern. Hey, das ging vorhin noch nicht. Jetzt muss ich da. Warum hast du nicht vorher da reingegriffen? Was habe ich gefunden? Verschmutztes Fernrohr. Scheint mit einem Polarisationsfilter ausgestattet zu sein. Durch den Schmutz kann man kaum was sehen. Ich dachte, weißt du, ich dachte, der kann zum Beispiel den Filter abmachen. Da oben hat Glas. Dann kann er die Kerze da rein tun. Als Hülle für die Kerze. Und dann kann der durch das Wasser laufen damit. Hat da quasi einen Schutz für. Es kommt kein Wasser raus. Also so würde ich das machen und dann hätte ich jetzt auch schon gewonnen. Passt nicht. Und hier fehlt ein Finger. Wir müssen irgendwas wahrscheinlich mit diesem Polarisationsfilter angucken. Vielleicht diese Dinger, die angeschmiert sind oder sowas? Naja, okay. Kann ich mit dem Filter durch das Wasser laufen und das dadurch reinigen? Ich weiß jetzt halt gar nicht, ja, wie hier so die Mechanismen funktionieren. Ah, nice! Nice! Funktioniert. Aha. Schwerttyp. Was ist das? Schwerttyp. Frau Fötus. Schwerttyp. Frau Fötus. Schwerttyp. Was genau ist hier die Frau? Das. Schwerttyp. Frau Fötus. So. Easy peasy. Puppe. Was mal jetzt mit der? Die Puppe fühlt sich hart an. That's what she said. Ja, dann zünden wir doch mal die Strohpuppe an. Aufziehschlüssel bekommen. Oh oh. Oh oh. Lass uns beeilen. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte mich bitte beeilen. So, das muss brennen. Ach, scheiße. Ah, ein Finger. Puppenfinger, den gab's in der Demo. Ich dachte, ich kann mit der Fackel da vielleicht durchrennen. Gib mir nochmal das F. Alter. Ekelhaft creepy. Ja, Intelligenz. Und jetzt? Schreibt was? Hä? Warte mal.
Nee, das bringt nichts. Da ist Tinte. Warte mal. Warte mal. Ist nicht Tinte aus dem... Oh oh. Es lässt sich nicht stopfen. Warte mal ganz kurz. Kann ich das auffüllen mit irgendwas? Ja, Isibert, ich verstehe das, aber infantiler Humor ist der beste Humor. Ich dachte, das hier wäre so ein... Was brauche ich denn hierfür? Oh, meine Kerze. Scheint häufiger benutzt, außer ich dachte, die geht schon kaputt. So, was haben wir denn hier? Das würde nichts nützen. Das würde nichts nützen. Irgendwas muss ich noch finden. Mir fehlen noch irgendwelche Sachen. Ach, warte mal. Dann kann ich doch jetzt doch durchbrennen, oder? Stell mal vor, die Kerze würde irgendwann wirklich durchbrennen und dann wäre man verloren, wenn man es nicht schnell genug macht. Ich sag doch, man kann die durchbrennen. Am Anfang hatte ich nur die Option, dafür nicht. Oh, wow. Jetzt muss ich hier Scheiße drin suchen, oder? Egal, man kann die Ballons kaputt machen. Macht das jetzt meine Kerze kaputt, oder? Happy. Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Wir machen mal alle Dinger kaputt. Ballon! Okay, Ballon mit Gas füllen. Ballon mit Gas füllen. Da sind Stacheln dran! Was er... Au! Au! Wie kam das in den Ballon? Okay, jetzt hat den... Ah, jetzt kann der schreiben. Federhalter. Wollen wir in die Tinte packen? Da hat er so eine Schreibanimation gemacht. Das lässt sich nicht stopfen. Ja, du sollst das nicht stopfen. Ich dachte, du kannst die Tinte dafür nehmen oder so. Jetzt schreibt er mit meinem Blut halt. Dann braucht er keine Tinte. Oh shit. Jetzt auf einmal kann der sowas? Loser. Okay, das Passwort ist wohl Loser. Jetzt auf einmal greift der nach meinem Arm. Das hat er vorher auch nicht gemacht. Okay, Loser. Vielleicht das Passwort. Aber auch geil, dass er so denkt, durch das Wort weiß man das. Wrecked. Ich bin der Rätselmeister. Ventil. Danke. Okay, damit machen wir jetzt die Duschköpfe zu. Gratis Tattoo. Wäre der Charakter jetzt so ein Emo, würde er sich darüber voll freuen. Oh, danke dafür. Wollte ich schon immer haben. Anzünden. Anzünden. Überleben wir das jetzt halt auch, ist die nächste Frage, ne? Falschparker, danke für den Follow und Kursus. Okay. Ich habe überlebt. Was kriege ich jetzt? War irgendwie klar, dass wir das nicht überleben, ne? Oh oh! Ja, alles voller Öl. Krabbel doch! Krabbel raus! Der schreit aber noch relativ gechillt dafür, ne? Oh oh. Boah, ist das assi. Ja, Mob, die mit. Oh, ist das assi. Oh, ist das assi. Bringt mir das was? Bitte sag mir, der muss sterben. Bitte sag mir, dass ich jetzt nicht was falsch gemacht habe. Bitte. Puh. Glück gehabt. Boah, ein Assi, Alter. Ich habe das Rätsel gelöst, der lässt mich sterben. Happy Birthday! Was ein Arsch. Was ein Arsch. Alter, ist das grausam. Bekloppte Menschen, ey.
Ich brenne schnell mein Fernrohr. Das war das einzige Item, was ich hatte. Ich dachte, ich kann da irgendwas sehen. Oh Gott. Oh, ist das ein Abfuck, Mann. Das ist echt ein Abfuck. So, die Frage ist jetzt halt, ob ich die Dinger brauche. Boah, das Inventar kann man irgendwie immer nur so richtig doof handhaben. Manchmal klickst du drauf und das funktioniert nicht richtig. Okay, ich speichere ab, damit ich das Rätsel nicht einfach nochmal machen muss. Die kupfern aber schon ab, auch hart von Outlast ab, oder? Ach, Resident Evil. Die Resident Evil-Macher, die haben schon alles vorher entworfen, was es auf der Welt gibt. In Sachen Horror, okay? Lass mal einen Resident Evil-Macher in Ruhe. Die Typen sind grandios. Ich glaube, ich gehe mal zurück, weil das bestimmt explodiert. Oder nicht? Hier ist sogar richtig ein bisschen Techno-Musik. Hey, hier sind sogar Lichter. Let's play. Oh. Let's play. Damit kenne ich mich aus mit Let's Plays. Ich gewinne. Du kämpfst hier gegen einen... Boah, das ist so Musik, die in so Vampirschuppen läuft, Mann. Erstmal gucke ich, ob irgendwas ist. Beste Party ever. Ein Stuhl und ein Fernseher. Auf so Partys gehe ich immer gerne. Das sind die besten Partys. Musik hat aufgehört. Single Goa Party. Aber ich habe so ein Piepen auf den Ohren. Ah, Ethan. Habt ihr auch das Piepen auf den Ohren, Mann? Ethan. Oh, jetzt ist es weg. Richtig unangenehm. Ethan, hold on. Der Typ, Mann. Hold on, I got some for you. Looky, looky, what I've got. You know what this is for? Fuck. You know what Zoe wants to do with this? She thinks this thing is special. Titty Twister. No, Ethan. That ain't special. This right here is special. You see, Ethan, not everybody wants to turn back the bad. Evelyn, I'm just trying to show him. I'm just trying to show him that everybody wants to go back to how things were. Those are stupid. Rap next für 4 Monate Treue, mein Freund. That I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Now everybody wants to turn back the clock. So Ethan, Ethan, easy. You can crawl around underneath that filthy, rotten house all you want, looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You'll need that serum. Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? Now, come on, Ethan. What do you say? Und er ist locker der schlimmste Boss von allen. Oder die Oma. Er oder die Oma. Grimmick, moin. Ist das Resident Evil Feeling denn mit den ersten zu vergleichen? Beziehungsweise merkt man es, wenn Resident Evil zockt? Das Feeling ist schon anders, als wenn man jetzt die ersten drei Teile zockt, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz ist das ein echt cooles Spiel. Also, es ist vielleicht vom Feeling her nicht mehr Resident Evil 1 oder so. Vorhin waren auch die Zombies viel gruseliger. Aber nichtsdestotrotz ist das echt ein gutes Spiel, Mann. Es könnte aber meiner Meinung nach, es könnte auch sogar anders heißen. Boah. Ich meine ja nur, wir haben wirklich nicht viel Muni, ey. Ich hasse es. In der letzten Zeit laufe ich mit wenig Muni immer rum. Au!
Was ein Sack, Mann! Explodiert der Scheiß. Okay, dann können wir das nicht mehr mit dem Messer machen. Wenn jetzt hier die Kisten Ach so! Habe ich so ein Ding hier aktiviert aus Versehen oder was? Okay. Ah. Oh, ich habe gerade so den Balken gesehen. Scheiße, scheiße. Ich sollte... Okay, ich muss vorsichtiger laufen. Ich muss vorsichtiger laufen. Ich habe gerade so die Schnur gesehen, da war ich da gerade drin. Wir können das halt auch aufschießen, ne? Oder? Bestimmt können wir das abschießen. So, hier ist so ein Ding und hier. Boah, das sieht man aber auch kaum. Holy Macaroni. Ist das eine Teuflioni? Arsch einziehen, Bauch einziehen. Ha, Bitch. Hast du gesehen, wie ich dich ausgemoved habe? Richtiger Pro, Mann. Richtiger Pro. Das waren die Moves, Leute. Das waren die Moves. Die hat sonst keiner drauf. Okay. Darf ich das? Ich schneide das auf. Wir finden hier irgendwie relativ viel Brennstoff. Ich mag den Flammenwerfer gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Er killt mir nicht schnell genug. Ich schieß lieber was in die Birne. Ach, fuck you, ey. Du bekloppt. Okay, ich werde dann nur noch drauf schießen. Das bringt ja nichts. Wenn wir im P-Schuppen läuft Tito und Tarantula und Selma Hayek tanzt halb nackt mit einer Schlange, immer. Immer. Immer Titty-Twister. Oh fuck, hier komme ich nicht durch. Wo ist das? Hab ich, ne? Guck mal, hier ist eine Kiste. Boah, jetzt wäre noch so ein dieses Düngermittel da gut, wie ich das jetzt einfach mal nenne. Irgendwo bei einem Typen mit einer gelben Mütze war übrigens ja noch so ein Geheimnis, ne? Scheiße, da haben wir jetzt gar nicht dran gedacht, das eventuell zu holen. Okay, hier brauche ich einen Code für. I know. Fucking password, right? Why don't you try 0814? 0814? No! Nein! 0621. Das Spasti! No, 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 it's 0514. Rutzel den doch ab mit dem Flammenwerfer! Flammenwerfer! Fuck dich. Fuck you, man. Ich mach das gar nicht. Tick, tick, tick. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich wollte eigentlich noch gucken, was hier ist. Hier ist gar nichts. Was war das? Hier ist gar nichts! Oh, scheiße, ich weiß nicht mehr, was für Passwörter der genannt hat. Oh, fuck my life, ich hab mir das... Ah. Scheiß auf dich, Mann. Scheiß auf deine Passwörter. Boah, ich habe mir das jetzt auch nicht gemerkt. Das wäre jetzt fatal geworden. Ah, Mann! Und ich dachte, wir sind da weit genug weg, dass mich das nicht trifft, ey. Boah, ich verballer wegen so einer Scheiße hier meine Lebensdinger. Überall diese geschlachteten Schweine und shit, ne? Pistolenmunition ist vielleicht sogar noch mit am besten, um diese Dinger aufzuschießen. Ich glaube, ich brauche die. Ich glaube, ich brauche den Code nicht mehr. Hoffe ich mal. 0621 war einer oder so? Ah! Das Ding hat mich fast da rein. Ey, ich drücke, weil ich mich verdrückt habe, X und dann ist das Vieh hinter mir. Hätte ich mich gar nicht verdrückt, hätte ich das gar nicht gesehen. Und das hätte mich wahrscheinlich durch die Bomben hier ge... Wie geil. Ich will mich immer X drücken, um mich zu ducken, wegen Battle Royale. Und dann... Oh, und da habe ich das dann gesehen.
antike Münze. Steroide? Stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit, wirken dauerhaft. Ja dann? Erhöht die Muskelkraft enorm, ey. Gib her. Werde ich jetzt auch so stark wie so ein Vieh, oder? Kann ich hier aufstehen? Ja, ne? Aber hier ist nichts mehr drin. Ich bin so ein Kacknoob, ne? Ey, die sieht man aber auch wirklich heftig schlecht manchmal, aber ich bin trotzdem ein Kacknoob. Vor allem, weil ich die schon gesehen habe und da schon dran vorbeigelaufen bin, so. Und dann gehe ich zurück und gehe wieder rein. Oh nein. Okay, noch einmal kurz die Waffen durchswitchen. Ich habe hier 2 Schuss, 4 Schuss und den Flammenwerfer halt. Ach, ich dachte, der wäre... Ich denke mal, die sind tot. Ach, ich dachte, hier wäre eine Bombe drin. Nein, ich Idiot! Ich wollte die da reinlocken. Ich wollte die da reinlocken. Ah, so. Mal wie kacke, Leute. Ich wollte die in die Fallen locken. Ich habe meinen Plan selber zunichte gemacht, weil ich so ein Kacke bin, Mann. Aber ich verdiene es zu sterben, ernsthaft. Ich verdiene es zu sterben, sorry. Töte mich. Töte mich, ich verdiene es zu sterben. Töte mich. Ich lade das nochmal neu. Töte mich! Ja, jetzt kann ich auf einmal nicht sterben. Geht doch. Geht doch. Nee, nee, das muss ich nochmal neu machen, ey. Das muss ich nochmal neu machen. Das ist ja richtig doof. Da habe ich schon einen Plan, die da rein zu locken, weißt du? Und dann laufe ich da aber trotzdem selber rein, so richtig doof. Nee, die Dinger, die ich nehme, sind ja nicht weg, hoffe ich mal, ne? Hau rein, Justin. So, 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 so. So, aber hier ist jetzt gleich das Vieh hinter mir. Da. Mach, vorhin hat mich das nicht getroffen. Ach, verpiss dich. Jetzt auf einmal, ne? Jetzt auf einmal bist du Sonnenheld, ey. Oh, das ist doch nicht tot! Ey, die haben immer so eine Animation, als würden die sterben. Oh, ich dachte schon. Oh, dann sterben die nicht. Richtige Arschritze. So, jetzt gleich hau ich die Viecher da durch. Don't you forget, Vanguard. Don't you forget. Diesmal mache ich das gleich mit. So, das lasse ich. Weil wenn ich gleich einfach ducke... Oh. So. Die Box ist nur explodiert, ne? Brauche ich gar nicht erst versuchen. So. Die brauche ich gar nicht erst... Vielleicht laufe ich auch mit den Viechern hier durch, aber nee. Ich laufe erstmal mit denen durch diese Falle und dann können wir die ja immer noch irgendwie erschießen. Wäre natürlich gut, wenn die wieder zusammen alle kommen. Haha, bitchy, bitchy, McMitchy. Die Schrotflinte ist so geil gegen die. Bitchy McBitchface. Get wrecked, son. Du-du-du-du-du. Call me, call Papa.
La jiki ja ja do. Do. Ich fühle mich gerade grandios. Aber ich habe nur leichte Sachen geschafft. Und trotzdem fühle ich mich grandios. Diese schwarzen Viecher, ne? Es sollte nicht so viele von denen geben. Da ist eine rote Bombe. Da ist eine Bombe. Die sehe ich. Oh, Speicherraum. Give me everything you got. Ich bin so gut. Und deswegen halt wieder auf der Twitch-Startseite. Nice. Das freut mich. Und nicht nur das, ich bin sogar gleich irgendwo, wo ich dem Typen richtig eine, so richtig eine reinhauen kann. Weißt du das? Weißt du, was ich meine? So richtig, bam. 4 antike Münzen. Ich muss eventuell zurück zu dem Dingens und mir die schnellere Nachladezeit besorgen oder sowas. Ich glaube, ich behalte das Schießpulver, falls ich so ein, ich nenne es jetzt mal Dünger finde. Wisst ihr, warum ich das Dünger nenne? Bei den ersten Resident Evil Teilen hat man so Sachen gefunden, die so ähnlich aussahen. Und da war das Dünger, deswegen. Wenn du jetzt der anderen Seite famous, ne? Jensen. Bei mir nicht, ne, es ist auch, glaube ich, immer unterschiedlich oder so. Es kann wirklich unterschiedlich sein. Ha, schon wieder aus Versehen X gedrückt beim Crouchen. Aber ich glaube, ich muss hier nicht crouchen. Okay. Oh, jetzt habe ich 10. Warte mal. Ach, das wird nur. Ach so, es wird immer nur Pistolenmunition. Ah, okay. Nehmen wir mal unsere starke Muni. Verbesserte Munition. Hier ist ein Wheel in the Sky, keeps on turning, aber das ist, glaube ich, egal. Ich glaube, das ist gar nichts. Boah, ich vertraue diesen Kisten jetzt einfach nicht mehr. Vorbei. Ich vertraue den nicht mehr. Es ist vorbei. Bye, bye, Unimond. So, wie komme ich jetzt an die Dinger dran? Wenger, bald geht es los, dass du in der Stadt erkannt wirst und wir Fotos postieren musst. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen, aber ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Und, ja. Ich meine, 300 Leute von wie viel Millionen Einwohnern, weißt du, die durch die Städte laufen und eventuell den Channel gucken. Oder sich generell damit auseinandersetzen. So. Wartet mal ganz kurz. Ich kann hier runter, aber bevor ich da oben irgendwie was übersehe. Der hat jetzt so lange gebraucht, um wieder aufzustehen, dass irgendwas gleich passiert. Ich glaube, ich verschwende langsam ein bisschen meinen Flammenwerfer an den Kisten. Aber wen interessiert's? So, okay, hier muss eine Batterie rein. Boah, so viel Schrott. Wir wissen ganz genau, was in Games passiert, wenn man viel Muni findet, oder? Gibt es so eine Art Videorekord? Ungehostet, so 1070. Und letztens hatte ich mal ganz kurz mehr, als mich Stay gehostet hat mit einem riesen Host. Da waren wir bei 1,6 oder so ungefähr. Aber natürlich nur sehr kurzweilig, ne? Ist halt wie das beim Host so ist. Guck mal, und dann schieße ich schon da drauf und verliere trotzdem noch Leben, ne? Aber okay, ich war weit weg, also. Aber ich wusste es. Wir müssen es immer noch. Der Typ will uns verarschen hier, dieser Axel oder wie der heißt. Nenn ihn mal Axel. Viel Muni, ach, du bist nur lucky im Finden. Genau auf Siri. Ach, komm schon. Es kann doch nicht immer alles explodieren. Immer noch reicht es, Leute. Ich gehe hoch. Keep it clean.
Was kommt hier? Oh, fuck my life, oh, fuck my life, oh, fuck my life. Oh, fuck you too. Die Musik. Hör mal, du Fettsack. Ah, das war's schon. Dafür musst du wahrscheinlich gegen mehrere Wellen kämpfen, oder? Fat Man Down. Ah, ich muss wahrscheinlich ist das eine Arena oder so, hä? Und ich muss gegen mehrere kämpfen oder so ein Shit. Fat Man Down, Fat Man Down. Sieht aus wie die Pia, lol. Das ist, weil du mich so oft erschreckt hast. Deswegen bist du das jetzt. Sah aus wie du. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Man muss halt auch sagen, ein bisschen später im Spiel geht so ein bisschen der Gruselfaktor weg. Es wird mehr ein bisschen Action. Was jetzt aber auch nicht unbedingt schlecht ist. Aber am Anfang hatte ich viel, viel, viel mehr Schiss. Die Pillen nehme ich gar nicht erst. Steht das Ding gleich auf. 100 Pro. Nee, da ist ein Zettel drin. Warum auch nicht in einem verbrannten Körper? Warum? Der könnte man auch einfach auf den Schreibtisch unter der Schreibtischlampe legen. Nein, natürlich im Körper. 14.08, du bist als nächster dran. Alles klar. Ah! Meine Fresse! Hör auf damit! Und genau deswegen bist du das fette Monster. Genau deswegen bist du das fette Monster. Oh, da hast du dich, ey. Oh Gott, ich hasse sie manchmal so sehr. Stairs! Ach, ich dachte, das wären mehr so Rollen. Hört auf, darüber zu lachen, sonst macht ihr das öfter. Hört auf. Meine Fresse, mein Herz, ne? 14.08. Können wir irgendwo nochmal speichern? Der Sound ist ziemlich Resident Evil. Wow, Rup! Das war richtig Resident Evil. Rup! Das kam früher immer, wenn man auch so Sachen kombiniert hat. Was? Ich muss jetzt alles wegtun? Verpiss dich. That shit you're carrying, get rid of it. Wie oft kannst du das sagen? That shit you're carrying, get rid of it. Okay. Shit. Ich muss meine Waffen wegtun. Alles? Muss ich alles wegtun? Ich guck mal, ob ich Medizin behalten kann. Oder hier die Münze. Vielleicht kann ich das Messer behalten? Warte mal. That shit you're carrying, get rid of it. Ich pack nicht alles weg. Ich behalte die Münze und das Medikit. That shit you're carrying, fuck you, get ey. Rid of it. Ah, fuck you. Fucking fuck you. Na, jetzt ist die Tür aber schon auf. Jetzt ist die Tür auf. Wartet mal. Was passiert, wenn... Mal angenommen, ich nehme die Flinte wieder. Ich bin so schlau. Doch nicht. Aber die Tür war ein bisschen länger auf, also. Okay. Ah, oh, warte mal, schon wieder das Rätsel? Das habe ich schon im Video gesehen. Das kann ich direkt. Das kann ich direkt. Direkt lösen. Have a nice day. Ey, warum sollte ich Angst haben? Hier ist nur eine komische Clownpuppe im Dunkeln. Also ich glaube nicht, dass ich dasselbe Rätsel jetzt nochmal lösen muss, oder? Falls ja, ich habe es sofort gelöst. Sofort. Gar kein Problem. Gib mir ruhig das Rätsel. Wenn das dasselbe Rätsel ist... Ich meine, natürlich ist es das nicht, ne? Schon wieder... Warte mal.
Das kann nicht sein. Ich hab das doch schon gelöst. Ja, dann wird er sich jetzt aber gleich wundern, wenn ich das direkt schaffe, so. Aber ich sterbe hier ja auf jeden Fall. Der will ja, dass ich verbrenne. Nein. All you gotta do is light the candle. Ich brauche irgendwas, damit das Öl nicht ausläuft. Kiss my ass. Ethan, language. Gibt's irgendwas, dann werde ich. Ich meine, er könnte das Fass einfach mit irgendwas verstopfen, nee, mit der ganzen Pappe hier oder so. I'm not sure anymore. Nee, nicht. Ich bin verbrannt. Der Typ ist verbrannt. Was ist das hier? Das ist neu. Ich weiß, dass das nicht der Charakter war, aber nichtsdestotrotz habe ich das ja schon gemacht. Da ist ein Hohlraum in dieser Wand. Sollen wir vielleicht ist das ja dasselbe noch. Warte mal. War das der Sensenmann? Ne, der Fötus war das. Das ist sogar noch dasselbe. Das ist sogar immer noch dasselbe Schloss. Hey, da kann ich das ja jetzt machen, ohne das Öl aufzuziehen. Ich weiß auch, dass das Passwort Loser ist. Und sowas, also... Okay. Den Puppenfinger brauche ich ja eigentlich gar nicht, ne? Das Passwort ist ja eh Loser, also... Warte mal. Ich verbrenne jetzt das Seil. Ich mache das jetzt einfach. Mit Loser. Und dann verbrenne ich auch nicht, weil dann ist da kein Öl auf dem Boden, so. Easy. Es geht sogar, man kann es wirklich benutzen. Vielleicht, wenn ich nicht Loser nehme, überlebe ich. Oder? Vielleicht muss ich Winner machen. Ich meine, Winner geht nicht, aber... Griff, Mann. Wer weiß halt gar nicht, dass ich hier ein Genie bin. Weißt du noch, dasselbe sollte dich das skeptisch machen. Theoretisch schon. Dann gebe ich dir recht. Aber was soll hier so krass brennen, wenn hier kein Öl liegt? Vor allem wie... Die Tür kann ja 100% auch eintreten. Ich meine, das ist nicht besonders dick, also. Probieren wir mal zu überleben. Vengo, Zerpi. Und warum ist hier ein Hohlraum? Vielleicht geht das ja auf, dieser Hohlraum. Ich habe auf jeden Fall jetzt, ich muss jetzt auf jeden Fall nicht mir eine Nadel durch den Bauch jagen lassen. So, her. Renn! Renn weg vom Kuchen, der explodiert, du weißt das doch. Ich kann halt nicht mal wegrennen, ne? Seht ihr? Es verbrennt nichts. Schalala. Beeil dich! Und renn weg. Renn, renn, renn. Renn, renn, renn. Renn, 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 renn. Weiter komme ich nicht, ne? Vielleicht kann ich hier lang. Aha! Rick! That was supposed to be for you, God damn it! Ich wäre einfach viel zu schlau für dich, mein Freund. Obwohl ich sagen muss, dass das in der Wand mir. Das Loch in der Wand kam mir gelegen. Wobei, du hast die Bombe rausgeworfen und ich konnte noch abhauen, also, ja. Okay, dann mal gucken, wie wir hier jetzt wegkommen. Rush B. Kann ich jetzt wieder durch die Tür gehen? Irgendwas war doch auch hier, ne? Aber das geht nicht mehr. Ah ja. So, und nu? Und nu? Du bist so klug.
Jetzt kann ich den Ballon wegtun und den Finger. So, gib mir mal wieder meine Sachen, ey. Wie der Pisser mich umbringen will. Die Flinte. So, die Verteidigungsmünze. Das hier auch. Messer. Muni, Dietrich, man weiß ja nie, ne? Den Arm. Brauche ich den Schlangenschlüssel eigentlich noch? Ich bin mir gar nicht so sicher. Deswegen nehme ich den mal lieber mit, ne? So, und ansonsten... ist alles okay. Brauche ich nichts. Aber kann ich hier was machen? Ich kann hier halt auch noch nicht durch. Oder kann ich hier durch? Ah, doch, ich kann hier durch. Nice! D-Serie Kopf. Mia. Nicht mit. Mia! Burger bestellen heißt. Who are you? Where are you? We're just beyond wieder dieses Piepen. Outside that room. Hurry. Well now, Ethan. Der ist voll der Hacker, der Typ, ey. Der ist Hackerman. Dead? Das Piepen, Mann. Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look. Unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. Dick. So. Gib mir den Kopf. Wie auch immer ich dadurch ein Serum hinbekomme. Mit so einem Kopf und so einem Arm. Ach, hier wäre eh die... toll, hier wäre eh eine Kiste gewesen. Ich dachte, ich wäre super klug und hol meine Waffen zurück. Ja, okay. Aber natürlich... oh, ich brauche die Kurbel. Ich brauche die Kurbel wieder. Die Pistole zu nehmen fühlt sich jetzt irgendwie so überflüssig an. Versteht ihr, was ich meine? So schlecht. Kurbel, 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 Kurbel. Da. Kein Problem, Lars. Ich habe das nämlich auch überhaupt nicht gelesen, dass du das geschrieben hast. Ich dachte, ich hätte den... so, jetzt nimmst du die Kurbel aber nicht wieder immer mit, oder? Ah, doch. Er nimmt die Kurbel immer noch mit. I'm coming, Mia. That's what she said. Obwohl wir das jetzt überhaupt schaffen... aber die haben echt ein krasses Anwesen. Also so viele Häuser, Garten und Sumpf und Moor. Alle, die haben alles. Das war nur das einfach eins. Ja, das war das einzig Logische. Na, warte mal. Ah, hier geht's gar nicht mehr weiter. Ich dachte, vielleicht kann ich das mit der Kurbel wieder hochmachen, aber. Whatever. Whenever. Wherever. Hindenburger, was bitte? Was? Wer hat was? Okay, jetzt kann ich aber, jetzt kann ich aber wieder das Messer nehmen, ohne dass hier irgendwie Sachen explodieren, oder? Gut. Okay. Ich glaube, ich mache mir lieber Medikits, ey. Also dieses super Arzneiwasser. Ich habe das Gefühl, also werde ich jetzt irgendwie öfter brauchen. Zwar braucht man Muni auch immer, aber... ah, zum Glück habe ich die Kurbel... ah, warte mal. Ich will keinen Schuss verschwinden, ehrlich nicht, ey. Man hatte immer ein bisschen zu wenig Muni die ganze Zeit. Das hat nie ganz gereicht. Let's Kurbel, das Schiede. Ach, Nachtslalom. Ich habe Nachtsalon. Ach so, okay, das war da hinten. Bullshit!
Ach, der war direkt down. Ich habe einen Schuss verschwendet. Nein. Nein. Ich habe einen Schuss verschwendet. Burns, danke für den Follow. Salonstick, dir auch. Oh no. Oh no, 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 no. Renn. Einfach nur rennen. Renn doch schneller, mein Freund. Okay, will dich. Hau ab. Nein! Hau auch ab! Don't fuck with the Vengo. Ah, die haben sowas von keine Chance gegen mich, ne? Die haben sowas von keine Chance gegen mich. Oh, hier gibt es wieder einiges an Granaten. Kann ich das hier irgendwie kombinieren? Nein, also das hier nehme ich mal wieder nicht. Ich schwöre, ich habe das ohne diese komischen Pharmazeutika hier geschafft. Ich werde es auch weiterhin ohne Pharmazeutika schaffen. Nehmen wir mal die starke Muni. Kann ich das noch für irgendwas benutzen? Ja. Man muss die Dinger ja auch nicht immer töten. Einfach mal anschießen und weiterrennen. Ich glaube, ich behalte alles. Ich glaube, ich behalte alles. Weiter. Ich verplemper doch nicht meine... Ich verplemper doch nicht meinen Granatenwerfer hier für eine Kiste. So. Da ich mich einfach nur verdrückt. Okay. Kraut. Ja, warte mal, dann kann ich aber noch mal eben den Dünger mitnehmen. Brauche ich eigentlich noch den Dietrich? Ja, ist egal. Ja, Chemikalie. Kombiniere und so. Und dann gib mir den Arm zurück. Gib mir mein Arm zurück. Einfach mal speichern, nur damit ich diese drei Sachen nicht mehr machen muss. Das spart immer Zeit und Geduld. Du brauchst mein Serum nicht. Gib mir mein Arm zurück. Bevor es auseinanderbricht. Ach, hier seid ihr. Hey, du siehst aus wie ein bisschen Zoe? Die von The Walking Dead mit deinem. Zoe. Not now. We don't have the time. Ich frage mich immer noch, was die Oma macht. Right here. There should be enough, right? If we make him fast enough, my father. Was wäre, wenn ich jetzt mein Messer nicht mitgenommen hätte? He's coming. Daddy's coming. Good. Ich glaube, das Game dauert nicht so lange insgesamt. Ich glaube, jemand hat das in 10 Stunden. Mia, wo bist du denn eigentlich? Ich will aber wissen, was die macht. There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But none of the vessel get very far without the serum. Ja, warum stehst du da so doof? Ach ja, gib mir mein Serum. Boah, die verarscht uns. Hey, one of those is mine. Oh, der will das bestimmt der Mia geben. What the fuck? Das ist dieser Earthworm Jim. Get somewhere. Back to the house. The fuck? Okay, das ist aber schon ein bisschen witzig, wie das Ding aussieht. Ist schon ein bisschen witzig auch. Au! Renn mal ein bisschen hier. Wir schießen ihm auf die Augen, oder? Hey, ich bin hier, du. Hey, hallo? Dreh dich! Warum soll ich mich drehen? Haha! Ah, renn ein bisschen! Ah, du kleine Bitch! Kleine Bitch. Oh, ich kann nicht auf das Auge zielen.
Ah, fuck. Oh nein, ich bin runtergefallen. Das ist aber das Letzte, was ich will. Hier unten sein. Hungry! Bestell dir einen Döner! Warum immer Menschen fressen? Versuch mal schnell hier hochzuklettern, Mann. Guck mal, wie das schaffen. Ich muss unbedingt ein Serum nehmen, wenn ich oben bin. Ach so, der sagt Magri. Nicht hungry. Ich dachte, der Typ sagt hungry. Zu weit weg. Das war's? Bitte sei gereckt. Renn weg! Oh, das bringt nicht so viel. Was muss ich denn jetzt machen? Der hat keine Augen mehr. Müssen wir jetzt auf was warten? Der verwandelt sich jetzt. Der mutiert jetzt bestimmt. Typischer Resident Evil Endgegner. Sobald man den ein bisschen besiegt, mutieren die Viecher immer. Ist es schon ein bisschen... Da ist mal doch noch ein Auge. Kaputter Typ, Mann. Jetzt stirb. Stirb! Kriegt er jetzt gleich irgendwie neue Augen? Nee, dadurch verliert er nichts, glaube ich. Ich glaube, das macht den gar nichts. Ich muss irgendwo ran, deswegen macht er auch nur so Nahkampfattacken. Ich weiß nur noch nicht, wo ich dran muss. Weil ich irgendwie nichts sehe. Wo muss ich hin, Mann? Oh, fuck. Hier ist nichts. Da. Bam. Kletter hoch. Oben gefällt es mir deutlich lieber. Ah, jetzt geht's dir schlecht, ne? Oh, fuck, Mann. Weg. Der macht eine krasse Attacke. Oh, ich kann mich gar nicht bewegen hier. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Immer nur eine nachladen, wenn die Zeit knapp ist. Jetzt haben wir Zeit für vier. Ja, Idiot. Was legst du dich auch mit dem Vanguard an, ey? Das haben schon so viele Tausende vor dir versucht. Idiot. Kann ich nur drüber lachen über deine Versuche, Mann. Ethan, this way. Och, verpiss dich doch! Warum können die Dinger nicht mal sterben? Wir brauchen auf jeden Fall... Jetzt müssen wir überlegen. Use the serum on it. Serum initiieren. Jetzt haben wir aber nur noch ein Serum. Jetzt müssen wir entscheiden, nehmen wir unsere Freunde, nehmen Zoe oder nehmen wir, oder? Jetzt gibt es wahrscheinlich drei. Beenden. Hey, wenn das mit dem Serum passiert, möchte ich das nicht nehmen. Wollte ich nur mal erwähnen. Ich nehme das nicht. Hast du mal gesehen, was es ist? Hast du mal gesehen? Ich wette, die Oma kommt noch als Endgegner. Ja, das ist leer. Aber warte mal. Ich meine ja nur. Sie sah halt irgendwie nicht so gut aus. Boah, die Schrotflinte ist die beste Waffe in diesem Game, Mann. Ich liebe das Ding. Schrotflinte OP. I had to use one of them. There's only one. Oh no, das Dilemma.
Ich bin eigentlich der Held, aber wenn ich mich rette, habe ich das umsonst gemacht. Außer, dass sie wenigstens tot sind, die Viecher. Das ist auch schon mal gut. Mia heilen, Zoe heilen. Ich meine, Zoe hat mir geholfen, aber natürlich auch nur, weil sie auch überleben will. Mia ist halt meine Freundin und ich habe den ganzen Weg ewigen Mia genommen. Und ich wette, wenn ich jetzt aber die Mia heile... Guck mal, die sieht so kalt aus. Die hat fast keine Emotion. Ich wette, wenn ich jetzt Mia heile, dann wird sie so ein Vieh. Dann wird sie so ein Abfuck. Guck mal, sie guckt aber auf jeden Fall auch immer... Sie guckt halt auch Mia an. Warum soll ich Zoe heilen? Zoe hat nichts für uns gemacht. Ich kann mich nicht selbst heilen. Ich habe das für meine Freundin gemacht. Das wäre blöd, wenn ich jetzt meine Freundin im Endeffekt nicht rette. Das wäre ja total Bullshit dann. Ich meine, Zoe, wir wissen gar nicht, was so ihre Rolle in dem Ganzen ist. Vielleicht ist sie mit dran schuld an dieser Scheiße. Also, ich heile meine Freundin. It's fine. It was foolish thinking I could escape. But sorry, Zoe, aber... Go! Both of you just go! Ach, ich brauche mich gar nicht heilen. I'm sure there's someone who can help. This is my home. Apparently I belong here. Lass sie mal töten, weil ich habe das Gefühl, die wird sonst so eine überkrasse Monster-Bitch. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help. Jo, jetzt wird man nicht dramatisch, man kann dir helfen. Ey, ich meine, wenn irgend so eine scheiß Redneck-Familie so ein Serum herstellen kann, dann können das Mediziner auch. Ey, Zoe, ich meine, Zoe, ich will mit dir... Zoe, ich will mit dir einfach nur logisch, rational an die Sachen rangehen. Ich meine ja nur. Muss ich das lenken? Nein. Ey, und wer, du komische Bitch hier, wirst jetzt gleich ein Monster und mein Arm ist immer noch angetackert. Was ist, wenn ich demnächst zum Arzt gehe und er sieht meinen angetackerten Arm, der funktioniert? Was denkt der eigentlich? Ethan? So, ich kann hier erstmal die Thank Zeit you. Zum Aufräumen nutzen. PC-Version. Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Ich hoffe, man ist durch das Serum geheilt und verbreitet nicht den Virus noch. I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Try. Albert Wesker. Oh nein, hier ist dieses verkackte Boot. How the fuck did that get here? Wie kann ein Boot in ein Moor? Das ist ein richtiges Schiff. Wie kommt das in ein Moor? Das Ding ist... Wie tief ist so ein Ding? 2 Meter vielleicht, maximal. What the hell was that? Fucking Zoe. What the fuck? What is that? What is that? Scheiße, und jetzt sind wir im Wasser. Wie sollen wir denn im Wasser kämpfen? Mami. This way. Nenn mich nicht Mami, ich bin ein Typ, Mann. Ein harter Typ. Okay. Fällt dir ein, mich Mami zu nennen? Sind wir jetzt Zoe? Nein, wir müssen doch Mia sein. Die sah jetzt aber so kurz so aus. Fang besser an zu laufen. How? Ethan? Oh nein, muss ich jetzt auch noch durch das Boot spielen? Geh doch hier runter. Ah, wollte schon sagen. Die wollte beim ersten Mal nicht richtig. Ich bin froh, wenn ihr... Was ist das denn? So sehe ich aus? Jetzt sehe ich erstmal meine Haarfarbe das erste Mal. Ethan! Ripp ich. So, wisst ihr, was das Geile ist? Ich habe das Ganze auf mich genommen, um meine Freundin zu retten. Wollen wir doch mal sehen, ob meine Freundin jetzt dasselbe für mich macht, nachdem ich das für sie getan habe, okay? Wollen wir doch mal sehen. Mia, ich habe dich gerettet und geheilt. Und mir die Hand abgehackt und alles. Jetzt mach was für mich.
Wir haben halt mit unserem Protagonist schon diese ganzen fetten Dosen da genommen, ne? Von Steroiden und so. Das heißt, der ist eigentlich ein bisschen stärker auch. Ich weiß nicht, wie bei Mia das ist mittlerweile. Quasi rettest du dich jetzt aber selbst, ja. Quasi. Fallout Boy, danke für den Follow, Mann. Oh, Flashbacks. Nice. Ey, in keinem Horrorfilm dürfen Flashbacks fehlen, oder? Flashbacks ist eigentlich schon so ungefähr ein Muss. Das gibt's immer. Du läufst durch irgendein abgefucktes Haus oder so. Flashback. Wo das noch schön war. Schöne klassische Musik setzt ein. Eine Frau mit Filzhut und Feder drin läuft an dir vorbei. Oh, willkommen. Willkommen an unserem schönen Boot der Mademoiselle Delicat. Werter Herr. Ah, guckt euch das an. Ich glaube, das sind Menschen. Hoffentlich bin ich da nicht drin. Okay. Eine Waffe wäre gut. Warum haben eigentlich hier alle Sachen dieselben Möbel? Also das Haus sowie dieses Schiff hat dieselben Schränke. They're all dead. Ah, es fing mit einem fucking Umbrella-Schiff an, wetten wir. Wie kommen diese Dinger? Vielleicht gehörte das der Crew. Oh wow, you don't say, ey. Wie bekommt ihr eigentlich diese Flashbacks? Ja. Wie? Also sind wir vielleicht doch noch so ein bisschen so ein Vieh oder was? Keine Ahnung. Mach Neustart und nimm Zoe. Wir können theoretisch noch mal irgendwann... Wir laden einfach den vorherigen Stand und dann heilen wir Zoe. Wir können das ja ausprobieren gleich noch mal, falls das jetzt wirklich vorbei ist. Ist ja gar kein Problem. Dann probieren wir noch mal aus, ob das was ändert. Das würde mich nämlich auch interessieren, wenn wir das hier durch haben. Können wir noch mal den alternativen... Das alternative Ende oder so. Ich weiß gar nicht, es gibt wahrscheinlich mehrere Enden hier. Hier wirklich, je nachdem, welche Items du findest, was du machst, ob du die Videospielkassetten, also diese VHS-Dinger zockst und so. Ich wette, da gibt es viele Enden auch dann hier. Woher hat die eigentlich eine Taschenlampe? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Crewliste, Captain Ed Carlisle, Chef-Ingenieur Paul Fitzgerald, Erster Offizier Giovanni Finetti, Zweiter Offizier Clark C. Walsh, Mechaniker Dwayne Chalmers, Kommunikationstechniker Jim Stockman, Arzt Gerald Waddell, keine Ahnung. Ah, du hast dich auf jeden Fall... Der hat sich so Dead by Daylight mäßig versteckt. She's not my child. She's not my child. She is not my child. She's inside me. She's inside everyone. Alles klar. That's what she said. Ach, Schränke, wo nichts drin sind. Der Albtraum für jeden Gamer, oder? Man hofft auf die Waffe und dann... Oh, Pia, flach. Pia macht immer flache Witze, glaub mir. Die ist Flachwitzkönigin. LNG Tanker Annabelle, gebaut 1987. Tragfähigkeit, länger, interessiert keinen. Wer interessiert dieses Scheißschiff hier? Mich interessiert, wie ich hier... Alter. Dieses kleine Kind schon wieder. Boah, dieses Psycho Mantis, ey. Was ist mit dem Kind? Halt die Fresse. Ich glaube, von der haben wir das Bild gesehen, ne? Kleine Kinder in den Nutshell, Alter. Kleine Freaks. Warum kriegen immer Kinder so Kräfte? Ist das gruselig? Ist das gruselig? Ey, so wie schon mal jemand sagte, weißt du? Warum sollte man Angst vor Kindern haben, ey? So vor etwas, was ich eine Backpfeife geben kann und das davon sterben kann, habe ich keine Angst. Also alte Leute und Kinder. Naja, okay. Sie kann halt komisch lachen und hat Kräfte. Warum immer Kinder? Okay.
Gucken wir mal, was ihre Tragödie ist. Ja, die sieht mir auf jeden Fall sehr ähnlich, das Kind. Sehr ähnlich. Warte, was war hier? Ah, eine antike Münze. Kann ich die eigentlich nochmal gebrauchen? Ich meine, komme ich nochmal an dem Trailer vorbei mit den Münzdingern? Oder vielleicht ist das, wenn man das nochmal spielt. Vielleicht kann man... You said we could be a family. Hatte ich vielleicht mal ein Kind? What are you talking about? You said! You said! Ich habe wahrscheinlich gesagt, you fag! Oder you fat! Warte mal, du hast es satt zu warten, aber ich gucke mir trotzdem erstmal die anderen Räume an. Sorry, Kind. Vielleicht nicht das Beste, wenn sie schon wegen Warten angepisst ist, zu tun, aber... Was ist das hier eigentlich? Seltsame Flasche. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. Warte mal ganz kurz. Gucken wir jetzt mal hier rein. Ich glaube nicht, dass sie so... Wenn die Gegner sind, müssen wir halt einfach nur abhauen, also... Flüssige Chemikalie. Na, ah, bo, 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 bo. Oh mein Gott. Ey, die sehen uns aber auch vielleicht gar nicht, ne? Das heißt, wir können an denen vorbei schleichen. Oder an denen vorbei rennen. Was auch immer. Worauf wir gerade Bock haben. Bootsfahrt auf dem Amazonas, Schönheit in der Schwarzen Lagune. Ich kann leider gerade nicht so wirklich lesen. Kann ich lesen? Kann ich jetzt lesen? Ich weiß nicht, ob ich lesen kann. Ah, die Musik hört auf. Ich kann lesen. Ich liebe Bücher. Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Und Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich. Vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzem Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei den Kojen, schrieb dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauerte nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zerren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Okay, Giovanni Finetti. Komm, wir nehmen mal so ein Psychotikum hier. Ich meine, ich habe das noch nie benutzt. Außerdem kriege ich dann, ich kriege dadurch krassere Wahrnehmung. Aha. Ah, falsche Knopf. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen, wie hinter mir das Monster läuft. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Okay, lass uns einfach mal weiter. Ruhig Chat. Kannst du euch nichts sagen? Keiner sagt was. Waffe! Mit 9 Schuss. Fuck, was ist das für eine Waffe? Locker ist die voll schwach. Aber die sieht schon nach 9mm aus, oder? Nehmen wir die. Eine Walter P. irgendwas. Sonst ist hier nichts. Okay, wir haben eine Waffe. Wir, als die ganzen Kisten übersieht. Ich habe die Kisten nicht übersehen. Ich habe nichts, um die Kisten zu öffnen, mein Freund. Das ist ein Unterschied.
Aber jetzt kann ich die Viecher töten. Aber mache ich vielleicht gar nicht. Vielleicht schleiche ich weiter an denen vorbei. Ich will die Tür. Ich will das auch nicht aufschießen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Erste Hilfe, Arznei. Okay, dafür eine Kugel zu verlieren, ich glaube, lohnt sich. Ja. Lass mich das hier mal ein bisschen untersuchen. E-101! Wir haben einen Zettel ganz am Anfang gefunden, wo das drauf stand. E-001. Ich dachte, das wäre ein Passwort, was wir vielleicht für irgendwann mal brauchen, aber... Okay, hier ist eine Sicherung. Mehrzwecksicherung. Bitch, bitch, little bitch. I made you my bitch. Hätte ich eigentlich gar nicht machen müssen. Ich habe immer die Angewohnheit schon immer gehabt in Resident Evil, die ganzen Monster einfach wegzuschießen. Manchmal ist das viel besser, man macht das nicht. Der Chat möchte eine kurze Pipi-Pause. Okay, wir machen eine ganz kurze Pipi-Pause. Macht mal. Ich muss nicht Pipi. Wenn ihr eine Pipi-Pause machen wollt, ich gebe euch jetzt eine Minute und esse eine Minute Salat, falls ihr eine Pipi-Pause braucht. Haut rein. Mmh. Salat. Stimmt das denn auch? Will der Chat wirklich eine Pause? Also meine Freundin meinte, der Chat möchte eine kleine Pipi-Pause. Alle Frauen im Chat haben die Hand gehoben. Alle Frauen. Ja, wir machen gleich weiter. Geh du lieber auch nochmal. Ich hab Balsamico. Oh no. Ich mach dir gleich noch einen Tee. Ja, ich muss nicht. Hast du den letzten Speicherstand überschrieben? Fuck my life, Mugi. Fuck my life, wenn ich das gemacht habe. Scheiße, Mann. Mhm. Sonst müssen wir halt nochmal den Endgegner besiegen. Ja, warum auch nicht? Sah einfach nur so rund aus, also. Boah, fuck my life. Also wenn wir das gemacht haben, na gut, dann müssen wir notfalls nochmal einen Endgegner besiegen. Scheiße. Gib mir mal ein Messer, damit ich keine Patronen benutzen muss für die Kisten. Bitte. Das wäre super nice, Game. Schießpulver. Scheiße! Scheiße! Ich habe mir gerade ein Dingens gemacht. Fuck! Ich bin zu voreilig. Ich bin zu voreilig. Salat aus dem Kochtopf. Ist so eine Salatschüssel, mein Freund. Kein Kochtopf. Eine Plastikschüssel drin zu kochen auf dem Herd ist, glaube ich, nicht so gut, ey. Machst du das Zoe-Ende heute auch noch? Wenn, kommt drauf an, wie lange das Spiel jetzt noch geht. Also ich meine, ich werde jetzt nicht bis 3 Uhr zocken. Also wenn wir jetzt erst um 1 Uhr mit dem Ende fertig sind, dann nicht. Aber wenn wir, ich sag mal, wenn wir vor 12 fertig sind, dann vielleicht mache ich das dann auch noch, ja. Watch it. What? Why? Schieß sie einfach ins Gesicht. You need to remember, so we can be a family. Schieß sie einfach ins Gesicht, Mann. Alte Videokassette an. Schauen wir uns mal an, was hier für eine Scheiße abgeht. Rückspulen nicht vergessen. Nee, ich werde das nicht zweimal am Stück durchspielen. Das machen manche Leute, damit die halt die Welle abgreifen, aber da muss es auch Spaß machen. Man soll sich nicht dadurch zwingen und so. Too far gone anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here, take it. It has her tissue samples.
You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you?